Einen wunderschönen guten Tag, wundervolle Seele. Heute geht es los mit Maya. Lernen und dich weiterbilden unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Die Hilfe liegt heute ganz im emotionalen Bereich. Ja, du wirst heute sehr viel Sicherheit verspüren, dass die Engel auch an deiner Seite sind, gerade was der Emotionsfluss betrifft. Man sieht hier ganz, ganz große Fülle in dein Leben kommen heute. Sehr schön. Man sieht hier Treffen, die dich heute prägen werden. Und das Schöne daran ist, diese Treffen hast du dir schon so lange gewünscht, dass sie jetzt endlich erfüllt werden, ist somit ein Segen für dich. Also es sind Treffen, die herbeigesehnt werden. Heute wird emotional sehr, sehr vieles bei dir freigesetzt. Sehr, sehr viel Schicksalhaftes auch in Beziehungen, aber auch im Finanzfluss. Das sind heute die zwei Hauptthemen, Liebe und Finanzen. Sicherheit ist auf jeden Fall gegeben in beiden Situationen. Jetzt kommt es nur darauf an, wie fest bist du schon bei dir? Wie gefestigt kannst du sein? Und wie gefestigt bist du im Seelenanteil zu dir? Hier sieht man, sei du selbst. Die Situation verlangt von dir ganz authentisch, du selbst zu sein, weil das die Grundlage für deine persönliche Kraft ist. Und die Kraft, die du dort aufbringen solltest für dich, die liegt hier sehr in deinem positiven Schicksal. Ja? Wir sehen dieses positive Schicksal heute richtig fließen. Man sieht hier Heilung, Neuanfang, all das, was in deiner Emotionsebene derzeit einfach angeschlagen war, ist für dich heute enorm, ja, ablösend. Man sieht es, auch Themen, die dich aus der Kindheit noch befangen haben, werden heute gut gelöst. Und vor allem die Frage, ob das in der Liebe überhaupt noch was werden kann, wird heute in vollster Zufriedenheit für dich aufgelöst. Das ist sehr, sehr schön, denn es ist heute so ein richtig schöner karmischer Schicksalstag, der aufzeigt, yes, ich kann es tatsächlich schaffen im Leben. Ja, also hier kommt richtig viel Positivität an den Start. Celeste haben wir auch noch dabei. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Und dieser Umzug, der muss gar nicht so räumlich sein. Ja? Der Umzug kann auch vom Verhaltensmuster sein. Du stehst jetzt zu dir und zu deinem Glück. Du persönlich gibst dir jetzt dich als Einigung fest. Und das bedeutet, dass Finanzen auch mal für dich fließen sollen. Du musst nicht immer nur in die Ausgabe gehen. Du darfst hier und heute auch endlich dir selbst die Sicherheit geben, dir selbst einen Wunsch erfüllen, dir selbst die größte Festigung sein, die du im Leben jemals hattest. Und da passiert etwas ganz, ganz Großes, nämlich, dass du enorme Kraft aufwendest, um die berufliche Veränderung, die schon ewig in dir schlummert, hier an den Tag zu legen und auch umzusetzen. Denn der Finanzfluss, wie am Anfang schon gesagt, der liegt hier in der Festigung, in der wundervollen Festigung der Glückseligkeit. Und von daher darfst du diese Veränderung annehmen und natürlich leben und lieben. Sehr, sehr schön. Ja, gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Sei ehrlich mit dir selbst. Nur du weißt, was du wirklich möchtest. Und wenn nicht du, wer denn sonst? Und genau diese Thematik spiegelst du dann deinem Gegenüber auch in der Liebe. Wenn du in deiner Gefühlswelt richtig bei dir angekommen bist und dir sicher bist, was du willst und vor allem auch sicher bist, was du nicht willst, dann kommt hier auch die große Fülle, weil du genau die gleiche Thematik anziehst. Du ziehst das an, was du möchtest und nicht das, was du immer fokussierst, nicht zu wollen. Ja? Das ist einfach so ein richtig schöner Rundumschlag in deine positive Glückseligkeit. Wir haben noch Ray dabei. Yoga und körperliche Betätigung sind zurzeit unerlässlich für dein Wohlbefinden, deinen inneren Frieden und dein spirituelles Wachstum. Und das ist natürlich schön, wenn du in deine Selbstliebe heute kommst und diesen enormen Tag der Glückseligkeit leben kannst, dann ist es natürlich auch so, dass dein spirituelles Wachstum natürlich in Resonanz damit geht und dir emotional, aber auch intuitiv deine wundervolle Begegnung mit deiner Gabe präsentieren wird. Das heißt, heute
wird auch noch alles aktiviert, was in dir steckt. Liken, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zuschauen.